Liebe Geschwister im Islam, dies ist ein kleines Statement zu den Vorkommnissen, die gerade in Wien stattfinden. Möge Allah jeden Schaden von der muslimischen Umma fernhalten. Amin. Möge Allah uns alle beschützen. Sicherlich habt ihr davon mitbekommen. Es sieht so aus, als wenn momentan ein Anschlag in Wien abläuft. Bewaffnete Leute laufen durch die Straße. Es gab wohl angeblich einen Anschlag auf eine Synagoge. Man muss natürlich sagen, es ist jetzt noch nicht alles klar, wer dahinter steckt. Es ist auch nicht klar, ob das jetzt wirklich ein Anschlag ist oder ein Amoklauf ist. Aber es sieht nach den ersten Erkenntnissen aus wie ein Anschlag. Ja, weil das sieht alles ziemlich organisiert aus. Mir sind eben Bilder zugeschickt worden, Videoaufnahmen zugeschickt worden von einem Bruder, wo sich mit der Polizei Schießereien gewechselt werden. Und das ist natürlich eine Sache, falls das ein Anschlag von Muslimen ist, ist das natürlich eine große Katastrophe, die wir momentan in dieser Situation, in der wir uns befinden, absolut nicht leisten können. Ja. Wir müssen uns vorstellen, was die ganzen Aktionen jetzt in Frankreich gebracht haben. Als Beispiel, ja. Es hat dazu geführt, dass unsere Kinder zu bestimmten Sachen gezwungen werden in der Schule, worauf wir eigentlich gar keinen Bock haben. Ja? Und man muss sich selber die Frage stellen. Ich meine, ich sage es schon wirklich seit Jahren. Vielleicht könnt ihr es mir verraten. Vielleicht könnt ihr es mir verraten. Wem nützen diese Anschläge? Nützen sie wirklich den Muslimen? Angeblich war serbische Mafia in Wien? Hoffentlich. O Allah, mache, dass es keine Muslime gewesen sind. Amen. Ich hoffe, dass es keine Muslime gewesen sind. Ich hoffe wirklich, dass es keine Muslime gewesen sind. Hoffentlich ist es ein Amoklauf oder sind irgendwelche Nicht-Muslime. Möge Allah die muslimische Umma schützen. Den meisten Schaden bekommen wir dadurch. Man soll mir die Antwort dazu geben. Ich sage es seit Jahren. Was haben die Terroranschläge von Frankreich? Ich rede jetzt von den Terroranschlägen 2015. Nach dem Fußballspiel. Oder während dem Fußballspiel der deutschen Nationalmannschaft. Was haben sie gebracht? Hat irgendein Muslim in Syrien davon profitiert? Hat irgendein Muslim im Irak davon profitiert? Hat irgendein Muslim in davon profitiert? Falls es Muslime gewesen sind. Also bei einigen Anschlägen ist es ja ziemlich klar, da gibt es Bekennerschreiben und alles drum und dran. Aber ich rede jetzt von diesem Anschlag, wissen wir noch nicht, wer es gewesen ist. Das wissen wir jetzt noch nicht. Aber was wir mit Gewissheit wissen oder was ich mit Gewissheit weiß, ist, dass es tatsächlich Muslime gibt, auch wenn sie Alhamdulillah wenig sind, die solche Anschläge gut finden. Ja, wer profitiert? Wer profitiert heißt, wer hat einen Nutzen davon? Wer hat einen Nutzen von solchen Anschlägen? Das ist die Frage. Inshallah waren es keine Muslime, das hoffe ich auch. Habt ihr eine Idee? Vielleicht könnt ihr es mir verraten. Vielleicht habt ihr mit irgendjemandem geredet, es geht um Wien. Vielleicht habt ihr mit irgendjemandem geredet, der euch sagen konnte, was es für einen Nutzen hat. Was wir Muslime für einen Nutzen hatten. Welchen Nutzen hatten die Anschläge vom 11. September gehabt? Natürlich, da kommen dann Leute sagen, das waren keine Muslime. Da brauchen wir jetzt nicht drüber zu diskutieren, aber es gibt ja definitiv Muslime, die glauben, dass es Muslime waren und die diese Anschläge feiern. Okay, was haben sie gebracht? Was haben die Anschläge vom 11. September gebracht? Ich hoffe, Bruder Can, dass es ein Amoklauf war. Ich hoffe, dass es ein Amoklauf war. Das sind 100% Muslime. Wie kommst du darauf, Bruder? Wo soll es um Blutrache gehen? Ja, lieber Arif, genauso sehe ich das auch. Die einzigen Leute, die davon profitieren,
sind die Leute, die gegen den Islam sind. Und deswegen, liebe Geschwister, haltet euch von Gruppen, die solche Taten, und wie gesagt, jetzt steht noch nicht fest, ob das jetzt Muslime waren oder nicht. Ja, es sagen jetzt hier einige, das waren Muslime, einige sagen, es waren keine Muslime. Es steht nach meinen Erkenntnissen noch nicht fest. Ja, das steht nach meinen Erkenntnissen noch nicht fest. Aber nehme man, es waren Muslime, was haben Muslime von so einem Anschlag? Nichts, nur Schaden. Alle Anschläge, die gemacht wurden, alle Anschläge, die gemacht wurden. Wie gesagt, Bruder, Muslim 95, ich hoffe, es war ein Amokläufer. Alle Anschläge, die gemacht wurden, haben nur Schaden für die Muslime gebracht. Nur Schaden für die Muslime gebracht. Nicht mehr, nicht weniger. Wer einer anderen Meinung ist, soll es mir erklären. Es soll es mir erklären. Sind wir durch diese Anschläge in Europa, in den USA, einen Millimeter, nicht einen Zentimeter, einen Millimeter weitergekommen? Was sagst du zum Anschlag in Afghanistan auf Universität? Sehr viele Menschen tun und keiner sagt was. Bruder, sagt doch keiner was, weil ich gar nichts davon gehört habe. Und das ist der offensichtliche Irrsinn. Aber Bruder, du musst auch verstehen, dass etwas, was so nah für uns ist, direkt um die Ecke, uns immer mehr berührt als etwas, was weit entfernt ist, weil es praktisch vor unserer Haustür ist. Wenn wir hören, da ist was in Afghanistan passiert, das ist für uns immer weit weg. Und wenn du davon redest, dass ein Anschlag war von Nicht-Muslimen, ja, Bruder, was soll ich dazu sagen? Das ist ja gar keine Diskussion, dass es ein Verbrechen ist. Aber die Situation verbessert sich ja nicht dadurch, dass ich dann sage, oh, die, die das gemacht haben, waren Verbrecher. Aber hier in Deutschland kann ich zu jedem, der mir folgt, sagen, liebe Geschwister, haltet euch von solchen Sachen fern, weil sie uns Muslimen schaden. Wenn aber ein Anschlag irgendwo in Afghanistan passiert, ob er von Muslim oder nicht Muslim ist, ich habe überhaupt gar keinen Einfluss auf die Leute, die etwas in Afghanistan machen. Möge Allah uns bewahren, liebe Geschwister, und haltet euch von solchen Gruppierungen fern. Haltet euch von solchen Gruppierungen fern. Das sind die IS-Sympathisanten, möge Allah die IS-Anhänger vernichten. Bist du sicher? Wir wissen es noch nicht. Lassen wir erstmal warten, wer es war. Oh Allah, schütze die muslimische Umma vor allem Übel. Oh Allah, bewahre die Dawa in Europa. Oh Allah, lass uns mit der Dawa die Herzen erobern. Oh Allah, beschütze die muslimische Umma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, verteilt dieses Video.